Jo, Moin, da sind wir wieder bei Age of Wonders 4 mit dem Tutorial Playthrough. Wir haben gerade einen Autosurf gemacht in diese drei fiesen Aasvögel, die unser an Armen, Speeren, den Gar ausgemacht haben. Werden jetzt das große Nest angehen, das kämpfen wir natürlich allein, also allein, manuell meine ich, weil das wird ein verdammt dicker, dicker Kampf. Und das wollen wir natürlich auch sehen, wie dieser dicke, dicke Kampf sich so gibt. Das wird ganz spannend. So, gerade mal aufstellen und Desktop. So. Den Rest gucken wir uns später an. Wir gehen jetzt da rein. Gucken uns erstmal an, wie schlimm es ist. Würde uns einen von unseren Arbalesten killen mit Goldrang. Also Champion-Rang und ein Hellebardier. Ja, versuchen wir erneut. Das wird wahrscheinlich schon die ganze Folge sein. Sehen wir schon mal einen größeren Kampf. Tutorial haben wir ja schon mal so grundlegend besprochen. Jetzt sehen wir mal einen so richtig schönen, dicken, fiesen Kampf. Wir sehen hier so einen Sturmgeist. Stufe 3. Sturmschlagende Phase kann also auf jeden Fall sich wieder teleportieren. Da können aber viele von den Viechern. Und Schaden uns zeugt im Umkreis von einem Feld elektrifizierendes Gelände. Das ist übrigens das Symbol, das habe ich noch gar nicht beschrieben. Ja, da sieht man deswegen erweiterte. Das müsste heißen, lässt einen Aktionspunkt übrig. Was ganz interessant ist. Wird, glaube ich, nicht erklärt, aber heißt einen Exodus übrig lassen und dann kann er uns also nochmal mit ins Gesicht hauen, was nicht unbedingt cool ist. Und elektrifizieren heißt, hat 8 Schaden pro Runde kriegen, das ist auch ziemlich mies. Oh, diese Geräusche sind doch noch ein bisschen down. Ich meine, die kleinen Krähen brauchen wir nicht anzugucken, die Größe sind natürlich noch wichtig. Die können halt leicht fressen, also Aas fressen, kriegen auch einen Punkt da, können sie übrig lassen, sonst sind das Nahkämpfer. Das sind alles Nahkämpfer, ne? Ja, Problem ist natürlich, Teleport direkt in unser Gesicht ist nicht gerade nice. Aber gut, wir werden uns... Es ist irgendwie sehr ähnlich, die Map ist wieder sehr ähnlich. Wir werden uns hier in diesem Schokobot aufstellen. Bist du noch soweit? Nee, du kommst doch nicht hin. Hier hinten schon mal hin. Hier haben wir nur Fernkämpfer drin, ne? Wir sind natürlich jetzt sehr fernkampflastig, aber das ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Jetzt hier schön einmal aufstellen. Schön einmal hier aufstellen. So. Haben verdammt viel Fernkampfmacht, aber natürlich sehr fragile Fernkämpfer. Wir haben sehr wenig Frontline. Was wir machen können, ist halt gestärkte Verteidigung kriegen. Ne, das können wir ja rausschmeißen. Ist es dauerhaft? Nee, oder? Sieht so aus zumindest. Ich mach's einfach mal drauf. Jo. Wir werden mal sehen. Dann müssen wir experimentieren. Einfach stärkend. Ne, ist nur diese Runde, oder? Ne, gestärkte Verteidigung, hä? Kommen wir darauf. Gestärkte Verteidigung, drei Runden. Okay, stand da jetzt nicht dran, aber es sind drei Runden. Das sind meist, glaube ich, die Basszeiten sind meistens drei Runden im Spiel. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Interessant. Ja, wir können mal gestärkt machen, brauchen wir momentan nicht. Wir wollen ja die Heilung natürlich irgendwo auch benutzen noch. Das heißt, wir geben das einfach auf den da drauf. Damit wir da auch ein bisschen was, ups, Stärkung zu kriegen. Ansonsten, unser Heldin kann erstmal nichts machen. Das heißt, wir können abgeben. Da kommt er. Ah, konnte sich noch nicht teleportieren oder wollte noch nicht. Eins von beiden. Nehmen wir schnell einen Schluck. Die macht das schon richtig. Die geht jetzt in den Platz rein, wo sie uns ein bisschen nerven kann. Das wollen wir natürlich verhindern. Stellen wir hier immer alles hin. Müssen wir gucken. Also wir könnten hier schon erreichen. Der kann uns dann aber nicht erreichen. Ne? Ja gut, der kann sich ja teleportieren. Da muss man ja dran denken. Die Fernkampfeinheiten haben keine Reichweite, das ist ja nur physisch, genau, physisch, die das mehr haben. Also sie sind erstmal sowieso nicht nützlich. Wenn wir erstmal hier die auf die Flanke aufstellen, dann erst wenn die im Nahkampf kommen, die Leute, können wir dann was machen. Wir können ja hier diesen Verteidigungsmodus Abwehr nutzen, dann kriegen wir jetzt 3 Widerstand. Der hat ja ein bisschen magischen Schaden hier mit seinem Blitz, denke ich mal, ne? Also hier ist sehr viel so, ach Gott sei Dank. Und mit dem Schaden macht er auch Blitzschaden. Also beides gut abzuwehren damit. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier hingehe, kann er sich bestimmt einfach dahin teleportieren. Und würde es völlig schwer machen, ey. 4 Stück. Also er müsste dann hier in 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, da könnte sich dann dahin teleportieren. Ja, was soll ich machen, ne? Müssen wir einfach. Naja, dann gucken wir mal, was können wir denn machen? Also 10% nur. Das Problem ist, glaube ich, die Luftelementare haben alle Windbarriere. Genau. Das ist 60% schwerer, diese Einheit mit physischen Fernkampfangriffen und Magieangriff zu treffen. Das ist extrem ätzend für unsere Armee, weil wir eben genau darauf ausgelegt sind. Unser Held könnte jetzt auch nach vorne gehen tatsächlich, aber dann stirbt er einfach nur wieder. Das wollen wir jetzt nicht, dass unser armer Brunel Schüler aufs Gesicht bekommt. Das ist nur 50% immun gegen Gift. Oh Gott. Ätzendes Viech.
Muss erstmal gucken, welche sind die T1-Vögel, die T2-Vögel. Muss man erstmal unterscheiden können. Hallo, du bist ein T2-Vogel. Guten Tag, und du bist ein T1-Vogel. Okay. Oh, was machen die für Geräusche? Die nerven mich jetzt schon, ehrlich gesagt. Macht's eigentlich lebendiger, aber es nervt mich trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ja, hier kriegst du einfach mal ins Gesicht, würde ich sagen. Hier. Wie es aussieht, wenn ich den ankotzen würde. So, und jetzt schießen wir nochmal mit unserem Bogenschützen hier rüber. Oder Armbrustschützen sind es ja. Arbalestschützen sind es ja. Und wir können natürlich auch noch hier unsere Fähigkeit benutzen. Also entweder stärken Choral für mehr Verteidigung oder Stahlwut Choral. Da können wir alle von diesen Sachen abheben und kriegen dann pro aufgehobenen Stapel einmal gestärkt. Und Glück können wir momentan nur auf die Einheiten hier machen. Der hier hätte ja jetzt zwei Stapel, ne, genau. Würde also 20% dazu kriegen. Müssten wir eigentlich, hätten wir es auch auf Fernkämpfer da machen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich weiß nicht, wie wir den Dicken töten können, tatsächlich. Ich glaube, das wird verdammt schwierig, um ehrlich zu sein. Schießen wir nochmal darauf, genau. Ja, und die können erstmal nichts tun. Wir können uns hier hinstellen, sollte er uns theoretisch nicht, also zumindest nicht, ob die Bellwood hier hinkommt, der natürlich ist ja klar, ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden, das passiert. Da kann er sich hin teleportieren, weil es nur ein Aberlässchen-Schütze in Gefahr. Das ist nicht ganz so schlimm. Nehmen wir mal hier diese Stärken Choral. Wir machen eine extra Runde, weil wir sind ja noch volle HP. Jetzt gucken wir, was einfach passiert. Wir sind schön in Formation. Hm. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Also, dass er sich direkt in die Nahkämpfer begibt, ist okay. Aber auch nicht schon wieder auf dem Helden. Was haben die denn immer mit den Helden? Sind die irgendwie gemein oder was? Gemeine Viecher. Okay. Der musste sich noch lange entscheiden. Er hat sich entschieden. Stärkt Verteidigung und kriegt nochmal aufs Gesicht. Aber das ist zumindest das Gute. Wir haben eine volle Fernkampfstärke jetzt. Das ist natürlich super. Wir müssen natürlich jetzt auf jeden Fall unseren Helden wieder mal heilen. Das ist ja, kennen wir schon vom letzten Kampf. Die hassen unseren Helden halt leider. Dann geben wir ihm auch noch hier den Buff. Stärker durch Stahl, gestärkte Verteidigung, stärker Widerstand, gestärkter Widerstand. Da wird dann alles abgenommen, das haben wir ja gerade drauf getan. Dadurch kriegt die jeweils einen gestärkt. Und dann können wir die nämlich mal ordentlich buffen. Boom. Das ist gut. Boah, 45 Schaden, jawohl. Nee, aber dann machen wir natürlich anders. Wir werden erstmal, glaube ich, hiermit angreifen, damit der das den Damage soaken kann. Das hieß aber für uns auch, wir müssten hier einmal auf ihn gestärkte Verteidigung aufgehen, damit er nicht so viel Schaden bekommt. Also Starnvollmarin benutzt wieder ihre defensiven Buff hier, ne? Verteidigung gewähren, zwei Stapel gestärkt verteidigen, sodass sie mehr aus, dass sie mehr aushalten, nicht so viel Schaden bekommen. Ja, und dann poken wir den schon mal. Müssen wir machen, wir müssen den umbringen, weil wenn der in den Fernkampf rankommt, dann haben wir ein wahres Problem. Und das wollen wir wieder vermeiden. Restlichen Viecher werden wir eigentlich jetzt alle gut, glaube ich, pinnen können. In unserer dicken Fähigkeit können wir leider noch keinen töten. Machen eigentlich nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Achso, du hast jetzt keine Sichtweite. Willst du mich veräppeln? Krass, okay. Also das ist wirklich bitter, dass das keine Sichtweite ist. Aber gut, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Das heißt, wir können hier, ihr seht es ja wieder, sehen, okay, hier sind noch zwei Aktionspunkte übrig. Hier kann ich noch hingehen, kann den Vogel noch immer ordentlich treffen. Das machen wir jetzt auch. Bringen wir uns ein bisschen Sicherheit und dann schießen wir das Ding erstmal an. Weil der von da aus nicht sowieso nichts getroffen hätte. Dann können wir so einen Superschuss nehmen wieder hier. Wie heißt er nochmal? Überspannung, ne? Im Bus Überspannung. Und können hier auf einen von diesen Vögel gehen. Aber der halt Aiden, 27 Schaden, ist schon sehr saftig, ne? Um ehrlich zu sein. Ah, schwierig. Komm, machen wir auf den. Wir müssen den. Was war das denn? Okay, das gibt's auch übrigens. Dass man bei 90% dann, oder ne, 50, wie viel Prozent waren es? 50? Da waren es, ja, 50. Dass ich da nicht nur nicht treffe, sondern meinen eigenen abschieße. Was... ja. Ja, macht nicht so viel Spaß, kann man einfach mal so sagen, ne? Du kannst jetzt leider auch noch nicht weg. Dann müssen wir diesen Vogel jetzt erstmal abknallen. Brauchen wir keine speziellen Sachen mehr. Müssen das Ding da wegkriegen. Vorsicht mit dem dicken Schuss. Nicht, dass wir wieder unsere eigene Einheit treffen oder irgendwelche anderen Probleme passieren. Dann, ja, nochmal der Held, also Rune soll immer natürlich angreifen. Was? 8 Schaden? Nur 8? Heilige Sache, ey. Na gut, wir müssen ein bisschen die Verteidigung, glaube ich, runtersetzen. Von daher passt das schon. Da hat es aber leider widerstanden. Na, wird ja immer besser. Aber jetzt können wir ihn fast töten. Problem ist, er hat halt diesen Sturmangriff. Das heißt, wir können ihn niemals mit dem Konterangriff töten. Ja, Blutung kann, ist er ja immun gegen. Das bringt also auch nichts. Das war's schon. Ja, wir hätten die mit der Stahlverlängerung vielleicht doch lieber angreifen sollen. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hatte. Kriegen unsere ersten Fernkampfprobleme, aber es ist halt eine sehr gute Engstelle.
Da werden wir halt nur von einer Seite angegriffen, das habe ich euch auch gezeigt, ja. Immer schön diese Engstellen ausnutzen, ist ganz wichtig. Jetzt frisst er noch leicht. Und kann halt auch mal angreifen, und genau das ist das Symbol, man sieht's. Ja, Gegenschlag ist abgebrochen, aber er kann nur einmal schlagen, also es ist alles noch im Rahmen, du hast das nicht. Oh, der will sich bewegen, oder was? Ja, der kann ja fliegen. Da war mal eine komische Flugorganisation. Jetzt hat er natürlich hier drei Fernkämpfer im Nahkampf blockiert. Was uns natürlich ziemlich ärgern. Wenn jetzt erstmal versuchen, den zu töten und dann halt mit dem hier drauf zu schießen. Lass mal schauen. Also erstmal wird der Dicke jetzt gekillt, das ist klar. Da gibt es keine Diskussion. Das ist klar. Sehr gut, das wäre ihr Haupt-Damage-Dealer. Natürlich die anderen Viecher sind ätzend. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Hier können wir halt den Schaden machen. Können wir mit zwei davon töten? Ich weiß es nicht. Das ist schwer abzuschätzen, muss ich sagen. Also wir müssen den auf jeden Fall töten, das ist klar. Ja, sie kann ihn schon umbringen, perfekt. An diesen, wie heißt der nochmal, Sturmgeist? Kleinen Sturmgeist, ne? Geringer Sturmgeist. Einfach umbringen, das machen wir natürlich. Solange sie keinen Streiftreffer macht. Oh je, das ist aber eine gehackte Animation. Auf geht's. So, auch weg. Wunderbar. So, du kannst ihn angreifen. Können wir ihn einfach mal verspotten, damit der Typ nicht mehr wegläuft. Das wäre auch schon mal hilfreich. So, wunderbar. Weil unser Pikinier muss auch ein bisschen geschützt werden. Und das war eine Mail, die ich bekommen habe. Sehr interessant. Oh, werde ich den... Den wahrscheinlich schneller tot. Ne? Also das ist... Aber dann kriege ich den ja gar nicht tot. Also man kann nur hoffen, dass ich den in irgendeiner Weise gekillt kriege. Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Also ich bewege mich halt aus dem Nahkampf weg. Ne, hilft nicht. Dann schieße ich lieber mal das Tier 1 Viech hier an. Das ist ja anscheinend der dickere Vogel. Hält nicht mehr aus, dann geh du einfach mal weg, ist okay. Ach, wir flankieren ihn. Ah, okay, sehr gut. Dann ist es ja eh irrelevant, komplett egal. Weil wir hatten uns ja die Popo zugewandt. Deswegen kann der uns gar keinen Gegenstand geben. Alles super. Oder hat er abgebrochen oder was? Entscheidbar. Okay. Nicht gut, kann ich mit leben. Boah, wie wenig Schaden macht denn der Stahl vor, bitte? Eieiei. Ist ja richtig erbärmlich, ey. Achso, das war jetzt total hilfreich. Kann ja gar nicht noch weitergehen, ne? Na, Schaden haben wir leider nicht. Bin natürlich hier mal ein bisschen heilen, damit unser Einheit nicht stirbt. Joa, und... Ansonsten bringt es leider nichts. Ja, war jetzt nicht so gut von mir gespielt, muss man sagen. Jetzt kriegen wir ordentlich Schaden. Nicht von denen, die greifen ja unseren Schildtypen an, aber die anderen können es jetzt angreifen, das war ziemlich dumm von mir. Aber gut, wir wissen ja, wenn die Einheit geschwächt ist, macht sie weniger Schaden. Habe ich, glaube ich, im Tutorial gar nicht erwähnt. Haben wir aber schon mal bei anderen Videos erwähnt. Das merkt man, finde ich, da muss man mal drauf achten, aber gerade bei den großen Einheiten, die ja eh nur ein Model haben, zählt das ja gar nicht. Von da ist es tatsächlich gar nicht so relevant, wie man eigentlich hoffen würde. Okay, dann greift den an. Interessant. Mhm. Haben echt was gegen den Helden, muss man sagen. Ja, dafür kriegst du direkt nochmal einen 50er Schlag auf die Nuss. Ja, und dann schießen wir das Viech einfach ab, ne? Oh, perfekt. Ach ja, da hinten ist ja noch eins. Das habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Da müsste man natürlich auch töten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Da kriegen wir kein Ende, da haben wir kein Ende in Sicht. So, und nochmal das. Fertig. Ja, das war auch, muss ich sagen, ein guter Kampf, also ja, ich weiß nicht, ob es unrealistisch war, würde ich jetzt eigentlich sagen wollen, dass zwei Einheiten sterben, aber andererseits muss man sagen, es war halt schon keine schwache Armee, aber dass jetzt der Hellebardier stirbt, gut, wir haben ihn auch schon sehr low gehabt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so nötig war. Magi-Raketenstab, okay, das ist ein Blitzzauber, den haben wir ja schon mal ähnlich gesehen, können wir also auch wieder hier reinpacken, wenn wir möchten, aber diesen Umkehrungsstab wegnehmen, den haben wir bisher noch nicht gebraucht. Haben wir einfach diverse und schönen Schaden. Immer Schuhe und Ring brauchen. Und die auch bessere Waffen und so, aber haben wir ja schon eine etwas bessere Waffe bekommen. Ja, und das war es jetzt schon wieder fast mit unseren Erkundungsmöglichkeiten. Wir können hier, glaube ich, einen Außenposten bauen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, aber was ist das dann für eine Stadt? Ne? Die hat halt gar nichts. Wir können hier den Flüsterstein geben jetzt, weil wir haben ja unsere Stadt hier oben eingenommen, Silberdamm. Die uns ja hier unser Magiewald klauen wollte. Warte mal gucken, also 1, 2, 3, 4, 5 Reichweite bräuchten wir.
Das kriegen wir wirklich nur mit den letzten Stationen, also hier Rathaus, Industriegelände. Das ist natürlich ziemlich ätzend. Kostet auch verdammt viel Gold. Oder 15 Bevölkerung, hat man uns niemals leisten können. Ja, oder halt 1, 2, 3, 4. Na, dann bräuchten wir hier das T2-Gebäude. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Hast du eigentlich, du Stadt, die mir meine Sachen klauen wollte? Was hast du da eigentlich so? Ja gut, hier ist, da wäre Wald drumherum. Das wäre ziemlich krass. Ich das an. Einfach von 15 Gold auf 15 Gold weniger Stabilitätsverlust, 17 Nahrung und 17 Mana. Also das ist schon eine sehr krasse Fähigkeit, muss ich sagen. Oder ein sehr krasses Improvement, gerade wenn man Wälder hat. Das kann auf jeden Fall was, sagen wir mal so. Könnt ihr jetzt auch die Stadt einnehmen? Es ist halt echt. Er macht mich psychisch fertig. Also wir sind ja wirklich komplett hier in der Bedouille. Sitzen hier komplett fest. Macht mal ein, zwei Runden, wir müssen es erstmal heilen. Machen wir die Armee da hinten noch platt. So kriege ich auch kein Level, ne? Das ist halt auch das Schlimme. Auch wir haben jetzt mal ein Level bekommen, kann gut sein, aber ich weiß es nicht. Hab nicht drauf geachtet, sagen wir so. Ein Abkommen ist abgelaufen. Ja gut, Abkommen ist abgelaufen, ist klar, weil wir halt die Stadt eingenommen haben. Verhandlung erfolgreich, jo, das wissen wir auch. Und dann haben wir natürlich die beiden besonderen Ressourcen immer. Und wir haben ein Upgrade zu fahren. Was können wir uns da holen? Straßenbau haben wir schon. Wir haben noch gar kein Imperium dafür. Verstehe ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das freizuschalten, wenn wir das Geld dafür haben. Und so, was haben wir jetzt? Also, wir können jetzt zurückrufen. Das ist schon mal cool. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Wir können jetzt auch anfangen, wenn wir wollen, unsere Speer zu pimpen. Wir können natürlich Giftklingen noch wirken. Das ist auch kein Problem. Und erweckte Werkzeuge halt auf unsere neue Stadt. Aber das würde ich sogar als erstes machen. Unser Silberdamm hat dann auch mal die Werkzeuge drauf. Ist jetzt nicht mehr sehr glücklich. Aber passt schon noch. Müsste gleich auch ein bisschen glücklicher werden. Können ja auch schon Sephir Bogenschütze natürlich bauen, weil wir ja schon T2 anscheinend haben. Was ganz cool ist. Haben nur kein Geld dafür. Wie immer. Ja, und wir haben ja unseren neuen Helden, stimmt. Den müssen wir natürlich auch mal nach unten schicken. Da kannst du, ja, wir haben zwar nicht mehr viel Geld, aber egal, hau mal rein, da die Straßen bauen, damit wir auch wirklich sicher sind, dass wir hier uns, dass wir uns hier gut bewegen können. Ja, das ist halt echt, also. Machen wir echt Küre. Dann holen wir unsere Armee noch rüber. Und dann machen wir da Platz, solange können sie noch was ausruhen. Also sehr viel Spielraum haben wir wirklich nicht. Also man merke, ich möchte es nochmal sagen, Lavaseen, Hochland ist, naja, keine gute Kombination, will ich nicht sagen, aber es ist keine Kombination, wenn ihr Early Aggression haben wollt, fette Damage, keine Ahnung was. Also da müsst ihr euch was anderes holen. Also hier könnte man jetzt Zauberblocker bauen als besondere Provinzverbesserung. Da bezahlt man 10 Mana pro Runde, zählt als nächstes und dann kann keiner mehr hier Zauber wirken. Das ist ganz nett. Brauchen wir momentan aber nicht. Das können wir später mal machen, ne? Wir haben noch immer keinen Helden, den wir irgendwann gefangen nehmen würden. Die ganzen Lagerungsbefestigungen brauchen wir auch momentan gar nicht halt, ne? Das ist ja klar. Die Bevölkerung wollen wir auch niemals kriegen. Wir könnten jetzt Farmen bringen, 5 Nahrung, aber da haben wir, wie gesagt, nichts von. Ich würde sogar lieber die Bevölkerung nochmal herholen. Mache ich auch, komm. Zack, zack, her damit. So, dann holen wir uns unsere letzten Region. Dann würde ich nochmal 2 Fürster nehmen. Damit können wir ja endlich hier unsere Waffenkammer bauen, damit wir ein bisschen schneller ausbauen können. Hier haben wir ja alles. Die Richtung kommen wir ja gar nicht mehr, weil unsere tolle KI-Freunde das weggenommen haben. Also wir können jetzt zerstören hier. Aber bringt ja auch nichts. Die Stadt würde ja dann auch nichts mehr bekommen. Das heißt, wir sind da halt einfach in der Bedouille. Mehr Mana brauche ich jetzt wirklich nicht. Wenn mehr Markt, ne? Ja, komm, mach einfach mal. Wir haben zwar keinen Boost, aber das passt schon. Wir haben auch immer wieder Geld bekommen. Ist doch schön. Soll ich noch einen bauen? Ich meine, warum nicht, oder? Das nehmen wir natürlich. Wir nehmen ganz viel Bogenschützen. Und wir können jetzt auch die Bastion bauen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Müsste sein, jawohl. Dann werden wir die auch noch gönnen als unsere Frontline-Einheit. Müssen wir natürlich auch noch machen. Dieser Weg zurück gleich, der nervt mich jetzt schon. Ne? Also, der macht mich jetzt schon viel. Wir müssen, dürfen ja noch nicht hier rein, ohne dass wir jetzt schon Angriff mit denen oder Krieg provozieren würden. Ich will jetzt keinen Krieg mit denen führen. Weil es halt einfach nicht sinnvoll ist, mich da in diese Ecke reinzuquetschen, wo ich befürchte, dass sie eh wieder nichts nehmen. Also wir haben ja einen Berg wieder. Hier wird wahrscheinlich die letzte KI sein. Also bräuchten wir einfach so einen Untergrundeingang, aber ich sehe hier halt keinen. Untergrundeingang würde uns reichen, einfach zu sagen, okay, wir können jetzt in den Untergrund gehen, hier rüber gehen und hoffentlich auf der anderen Seite wieder rauskommen. Nächstes Mal keinen kleinen Untergrund bei der Map nehmen. Merke. Mal dran erinnern. Wir haben verschleppten Wirbelsturm erforscht. Ist einfach ein Schwächungszauber. Und jetzt können wir günstige Winde bringen. Gar nichts. Verzauberte Krähenbegleiter bringt nichts. Heilende Wurzeln ist Verteilung. Nehmen wir das einfach, ne? Ist Brust. Dann haben wir einen C4 Bogenschützen. Jo, wissen wir.
Und wir können was Neues bauen, stimmt. Ah, Zauberturm nochmal, ne? Bauen wir einfach immer weiter aus. Kanalisierungskammer. Kriegen wir mehr Zauberpunkte. Hier, könnt ihr da sehen. Weltzauberpunkte, Kampfzauberpunkte. Oh, kann man sich auch mal gönnen. Zauberturm Apex geht da noch weiter. Oder Apex. Das bringt uns aber momentan auch nicht so viel. Ist alles eher so... Kann man machen, ne? Kann man machen. Mehr Draft wäre gar nicht schlecht. Mit 70 können wir einen C4 Bogenschützen mit drei Runden bauen. Um das weniger zu machen, müssen wir 40 dazu bekommen. Also 110 einberufen bekommen, damit wir den 220 in einer oder zwei Runden bauen können. Könnte man theoretisch machen. Das heißt, wir würden hier das Runenstützlager nehmen und würden das dann auf irgendeine Provinz einwenden. Zum Beispiel, zählt hier auch als Steinbruch, würde sich also auch mit dem noch ergänzen, das ist also kein Problem. Müssen wir gucken, was wir drumherum haben. Ah gut, ich meine, die Verringerung ist ja wirklich gering. Ist ja nicht so gravierend. Aktuell ist 5-2. Ja gut, hier haben wir halt noch die Mine mit drin, ne? Ja gut, die würden wir halt verlieren, die 5, aber würden mehr Geld geben. Mana. Dann nehmen wir da, ne? Würde ich mal sagen. Draft können wir uns ja mit gönnen. Ich habe das wahrscheinlich schon mal falsch, nicht erklärt, sondern falsch selber in meinem Kopf gehabt. Diese Provinzverbesserung zählt ja als Steinbruch, deswegen zählt sie natürlich auch hier mit in Steinbruch rein. Ich glaube, ich hatte mal gesagt, den Kräuterlager hinzumachen. Der hätte natürlich nicht mit reingezählt. Aber da ja das Runenschützlager auch als Steinbruch zählt, können wir das einfach hier hinsetzen. Haben auch immer den Vorteil, dass unser Baumeisterquartier durch zwei gebufft wird. Das passt. Jo. Ja, wir sind ja, sind wir denn langsam mal da? Nee, okay, dann bleibt ihr immer hier stehen, dann seid ihr wenigstens gleich voll, das ist schon in Ordnung. Der Kampf wird jetzt nicht überschwer, aber die nur 420, das ist weniger als eben. Ist auch nicht so die stärksten ein, würde ich jetzt immer behaupten. Aber trotzdem muss man ja nichts provozieren. Guck mal, wie sieht denn die Front hier aus? Die heißt es noch ein bisschen Knirpse, die werden immer mehr. Rettung der Sanftmütigen. Karl Kriegsburg aus Mittelpike unterbricht deine Verhandlungen. Ich kann mich nicht länger verstellen. Warum soll ich verhandeln, wenn ich morgen sowieso tot bin? Deine Stimme zittert. Ich bin mir sicher, dass Betrüger nach meinem Thron gieren und mein Volk gegen mich aufhetzen. Sie verbreiten Lügen. Ich wäre als Herrscher unfähig. Und jetzt, davon bin ich überzeugt, trachten sie nach meinem Leben. Assassinen sind hinter mir her. Möchte die Beziehung zwischen unseren Häusern stärken? Dann beschützt mich. Wachen aus Kreitholm werden euch beschützen. Einwurf ist zwei Runden lang blockiert. Boah, ja gut, das ist... Können wir machen. Dacker Felsen, also verlässt den Hof. Nee, das tun wir nicht. Dann wird halt zwei Stunden ein Draft blockiert. Ist nicht schlimm. Wir haben gerade da eh keine Einheit. Nahrung ist zwar nett, aber wird mich jetzt nicht so belasten. Gucken wir mal, was wir hier noch können. Es gibt noch neue, die wir noch nicht gesehen hatten bisher. Wir haben einen höheren Erkennungswert. Das heißt, wir können getarnte Einheiten weitererkennen oder auf der Karte halt durch den Kriegslabel erkennen. Sowas. Wie früher beim Planet 4 war das ja dieses Radar, sag ich mal. Das ist... Ganz in Ordnung. Wie gesagt, Farm haben wir jetzt nicht wirklich. Wir haben eine, glaube ich, irgendwo hier rumfliegen. Da, das ist aber auch alles. Von daher lohnt es sich noch immer nicht, diese Forschung da zu nehmen. Oder diese Entwicklung. Haben heilende Wurzeln erforscht. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Und jetzt dürfen wir uns wieder einen Turm aussuchen. Habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das können wir dann beim nächsten Mal schauen. Ich glaube, wir haben jetzt schon lang genug. Sind wir bei Kämpfen, da merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. Ich denke mal, es wird halt das Naturbuch sein, was ich mal gesehen hatte. Weil es halt einfach dann zu unserer Kombination passt. Dann hätten wir hier den Lichtungsläufer. Und wir hätten den Orankenbeschützer, den man halt notfalls dann als Tank beschwören könnte. Ich gucke mir das aber nochmal an. Dann gucken wir dann in der nächsten Runde. Dann sage ich euch, was ich dann überlegt habe. Danke fürs Zuschauen und haut rein.